Und weiter geht es mit Stellaris und der Bombardierung von Smeggle. Ja, die Schlechter, die Djinn Slaughterers haben uns angegriffen. Leider waren wir noch nicht in der Föderation. Da hätten wir nochmal extra drum bitten müssen. Und ja, das haben die genutzt, würde ich sagen. Die haben uns angegriffen. Also sie haben zwar hier ein bisschen Boden gut gemacht und denen ihre Stationen eingenommen. Und auch ein Schlachtschiff stark beschädigt, dass es fliehen musste. Aber momentan sieht es eher schlecht aus für uns. Aber gut, ich gucke jetzt einfach mal, ob wir die Chance haben, diesen Planeten irgendwie einzunehmen. Das dürfte uns nochmal einige Kriegspunkte geben. Weil auch für ein Friedensangebot Status Quo verhandeln sieht es momentan noch nicht gut aus. So, wir bomben die gerade zurück in die Steinzeit sozusagen. Hier steht jetzt Planetenschaden, 58%. Früher war das die Garnisonsstärke und man sollte meistens dann immer erst mit den Armeen landen, wenn die Garnisonsstärke halt unten ist. Aber diesmal, ja. Mal gucken, eine haben wir schon gebaut. Die fügen wir dann auf jeden Fall noch hinzu. Solange die ja nicht kommen, die anderen... Ja, wir können auch nicht nachträglich jetzt in der Föderation noch beitreten. Wir hatten ja nur eine Anfrage gestellt, um Mitglied zu werden. So ein Assoziationsstatus, der ist uns ja auch gewährt worden. Aber wir hätten nochmal extra um Beitritt bitten müssen und das hat halt nicht so ganz funktioniert. So. Oh, habe ich auch willkürlich gesetzt. Das heißt, ich kann die Bewohner bis zu vier töten jetzt, weil ich jetzt... Na, ihr hört es auch, jetzt rappelt es halt mehr im Karton. So, eine Verteidigungsarmee haben wir schon weggebombt. Da wird die nächste attackiert. Ja, das Ding ist, ich darf wahrscheinlich auch nicht zu lange warten. Ich mache jetzt mal auf schnell. Oh, was war das? System Survey ja, complete. Und da kommt die ganze Armee von den... Das brauche ich gar nicht weitermachen, die werden mich zerpflücken. Das heißt, ich flüchte in befreundetes Gebiet, was aber von hier nach hier nicht geht. Also reicht auch erstmal dahin. Und meine Bodentruppen natürlich auch. Das brauche ich nicht länger zu probieren. Die werden mich zerballern. Ja, ich wollte eben schon sagen, ich wundere mich, wo denn die eigentlich die Militärmacht ist. Und die haben auch vier Schlachtschiffe schon, verdammt. Wo denn die Gegnerflotte eigentlich ist. Da ist sie. Ich glaube, das wird auch die einzige sein. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich da rechtzeitig wegkomme. Das tue ich. Jetzt holen die sich natürlich ihre Systeme wieder. Eh klar. Aber dann kann ich ja die Situation nutzen und reparieren lassen und wieder Geld auszugeben, um die Flotte wieder einigermaßen aufzurüsten. Ja, also wenn das Kriegssystem so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle, werde ich wohl Systeme verlieren, wenn die, es sei denn, es gibt einen Status Quo, wenn die ihre Kriegsziele durchsetzen können. Danach sieht es momentan aber halt auch nicht aus, dass sie das durchsetzen können. Das wäre ja nur, wenn ich kapitulieren würde. Würden die 15 Systeme kriegen von mir. Und das will ich natürlich nicht. Also kapitulieren kommt gar nicht in Frage. Das kommt gar nicht in Frage. So, dann sind unsere Flotten. Construction complete. Aber die werden uns natürlich jetzt wahrscheinlich hinterherkommen. Das heißt, die müssen an dieser Station hier vorbei. 8,4. Okay, upgraden kann ich es noch nicht, weil ich brauche 1000 Mineralien. Okay, gut. Dann warte ich da noch. Na, gucken, ob die uns überhaupt nachkommen. Ne, tun sie nicht.
Die wissen wahrscheinlich selber, dass jetzt ein direkter Angriff auf die Station Selbstmord wäre. Die beanspruchen jetzt immer mehr hier. So, die Armee-Rekrutierung wurde abgeschlossen. Das ist gut. Die kann ich ja trotzdem... miteinander verbinden. Also wenn das die einzige Flotte von denen ist, wovon ich jetzt momentan ausgehe, könnte ich von der Theorie her, ja, wenn ich zwei Seiten irgendwie gut attackieren könnte, die können mit einer Flotte nur, ja, einmal verteidigen. Und ich könnte dann theoretisch mit der anderen Truppe dann weiter irgendwie Bambule machen. Gut, das heißt, die zweite Eingreiftruppe hat jetzt wieder eine Stärke von 3,1, was jetzt wieder reicht, ein paar Systeme anzugreifen. Obwohl, ja, da ich eben auch schlechte Erfahrungen waren. Ja gut, obwohl, da war auch das Schlachtschiff noch mit dabei, ne? So, das hätte es ein 902, das sollte doch eigentlich jetzt funktionieren. Also angreifen und dann auch bombardieren. Ah, schon eine Kriegsmüdigkeit von 70. Oder? Relative Kriegsmüdigkeit, ja. Na gut, ich bin halt tatsächlich alleine jetzt. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich habe. Und was wohl dafür sorgen wird, dass ich unter Umständen diesen Krieg verlieren werde. Ja, die Frage ist, wie weit ist die KI natürlich so programmiert von Paradox, wenn ich in der Föderation gewesen wäre, hätten die mich dann immer noch angegriffen und hätten die dann gemerkt, oh nee, kacke, also gegen zwei weitere Reiche, wovon eins auch sehr gut ausgestattet ist, Produktionsziel ist abgelaufen, ja gut, das lassen wir auch erstmal so. So, hier sind ganz viele Menschen arbeitslos, das soll natürlich nicht so sein. Dann. Ja, ein Kraftwerk können wir gebrauchen. Bei den anderen ist ja nichts. Ja, das sind natürlich auch die Piraten, die hier immer noch ihr Unwesen treiben. Aber die werden irgendwann mal zu unserer Station weiterziehen. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Und dann werden sie auch relativ schnell geplättet. So, wir haben 1000. Das heißt, wir können hier jetzt bei der Station die ganzen Verteidigungsplattformen upgraden, dass die auf dem neuesten Stand sind. Ja, jetzt fällt mir meine Entscheidung hier nicht, also die gewähren zu lassen und mich nicht weiter auszubreiten, zu denken, komm, wir machen einfach hier an den neuralgischen Punkten dicht und lassen die sich hier ausbreiten. Jetzt greifen sie an. Die Piraten, aber da werden die keine Chance haben. Das dürfte relativ schnell vorbei sein. Ja. Das war klar. Hohe Kriegsmüdigkeit, ja, das ist mir auch klar. Wir müssen jetzt handeln. Das nutzt alles nichts. Und zwar probieren wir es jetzt hier nochmal. Aber wie gesagt, ein direkter Fight gegen die geht definitiv in die Hose. So. Die Station regeneriert sich so langsam wieder. Gucken wir mal, jetzt haben wir das Schlachtschiff nicht mehr dabei, was uns noch ordentlich weggeballert hat. Jetzt müsste das eigentlich viel fixer gehen. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall. Da ist ein Wissenschaftler gestorben. Erstmal neue Forschung. Monatlich eigentlich bloß 5. Sionische Theorie. Das klingt gut. Das nehmen wir.
Und den Wissenschaftler ersetzen wir auch. Hat er zu viel Raketentechnologie? Haben wir da einen? Nö, aber allgemeine Forschungsgeschwindigkeit, Computerwesen. Ja gut, nutzt uns erstmal nichts. So, aber die Station sollte uns gehören. Das tut sie. Und jetzt bombardieren wir hier. Bombardieren wir hier jetzt auch den Planeten. Und wenn wir Glück haben, locken wir die Flotte jetzt hierher. Oh, da haben wir eine Menge zu tun. Die wird auch verdammt gut bewacht sein. Jo, so ist es. So, willkürliche Bombardierung. Da hauen die jetzt alles raus. Auch egal, ob da Menschen zu Bruch, also Bevölkerung zu Bruch geht und so ein Kram. Okay. Und da ist jetzt unsere nächste. Ja, mal gucken. Also, bin ich sehr stark aufgestellt von meinen Armeen her, aber... Aber ich kann zumindest kleine Siege verbuchen. Und jetzt wird Smegler halt wieder bombardiert. Und zwar auch willkürlich. Getötet oder zerstört haben wir bisher noch nichts. Und dann würde ich sagen, die Armeen können jetzt auch hier wieder in den Orbit einfliegen. Wobei ich jetzt gleich damit rechne, dass die Gegner wieder kommen werden. Und vor allem Nahrung müssen wir auch gucken. Das heißt, wir schauen mal bei unserem Habitat. Oh ja, da sind ja so viele arbeitslos. Die können mal Nahrung anbauen. So, Forschung brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, bauen wir auch nochmal ein Kraftwerk. So, damit ich den Überblick nicht verliere, was jetzt fast schon passiert ist, genau. Werden die mal weiter fröhlich bombardiert hier. Ich meine, wenn die uns schon angreifen und wir höchstwahrscheinlich diesen Krieg verlieren werden, sollte man noch so viel Schaden wie möglich anrichten. Habe ich denn überhaupt jetzt... Ja doch, der Transportflotte habe ich den Befehl gegeben. So, Planetenschaden ist gleich 100%. Aha, nächste Planetenschaden, okay. Ah, genau. Ah, ach so ist das gemeint. Ich glaube, ich habe die Festung beschädigt, genau. Und deswegen geht das wieder von vorne los. Das heißt, dann beschädige ich das nächste Gebäude, würde ich denken. Ich glaube, so ist das gemeint. Ich warte noch mal, bis die eine oder andere hier auch weggebombt worden ist. Wobei auf der anderen Seite... Warte ich noch ein bisschen. Obwohl Schadenarmee plus 15%. Egal. Ich mache das jetzt angreifen. Die Festung ist ja zerstört. Plus 15 Schaden an Armeen. Da landen die Invasionstrupp. Einfach nur mal auf den letzten Meter nochmal. So, da geht's los. Dann machen wir das Ganze nochmal auf langsam. Okay, das Bombardement hat damit dann auch aufgehört. Ja, wird knapp, könnte aber klappen. Da machen die 5 plus 15 die 15% mehr Schaden machen wahrscheinlich Sinn.
So, da gehen die nächsten. Oh, das wird doch sehr eng. Nee, ich glaube, das wird leider nichts. Zurückziehen. Ja, also weiter bombardieren. Das war leider nichts, ja. Gut. Direktive lautet: Planeten zerbomben. Verbrannte Erde. Wir werden diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Das glaube ich nicht. Also das wird wahrscheinlich nichts. Wir bomben das jetzt einfach alles in die Steinzeit zurück, so gut wie es geht. Dass die Wege so viel Schaden wie möglich haben. Wird natürlich das Reich großartig nicht interessieren, dass wenn zwei Planeten, wir haben ja noch eine Eingreiftruppe, die da am Bombardieren ist. Weil die werden wahrscheinlich genügend Mineralien produzieren. Armeen rückzug verloren, ja. Klar, sind zurückgezogen, haben sich zurückziehen wollen und wurden halt einfach vernichtet. Da waren die Angreifer zu stark. So, jetzt gucken wir gleich mal, was hier als nächstes kaputt geht. Ah, habt ihr gesehen, bombardiertes Gelände, zack. Einfach unbrauchbar gemacht. Das heißt, das müssen die erstmal wieder freiräumen. Rumpfstärke Zerstörer. Roboter könnten wir bauen. Damit könnten wir ja, unwirtliche Planeten besiedeln. Da ist wieder Explosivwaffen. Baugeschwindigkeit Zerstörer. Nehmen wir das mal. Ja, da haben wir mal so einen riesen Krater reingebombt. Wie sieht es bei denen aus? Bei Schlapp. Da haben wir sogar schon Bewohner vernichtet. Aktive Sensorverbindung vom Campus Bavaria. Ja, machen wir mal. Das tut ja nicht weh. 93% Kriegsmüdigkeit. Und ich sehe auch schon, da ist die große Flotte. Da ist sie. Die werden wahrscheinlich gleich hier rüber springen. Wenn sie das tun, werde ich sofort den Rückzug antreten. Solange bombe ich da den Planeten weiter kaputt. Oder kommen sie nicht? Eigentlich wären sie blöd, wenn sie nicht kommen würden. Sie scheinen nicht zu kommen. Doch, jetzt kommen sie. Okay, dann. Da fliege ich nicht hin. Da komme ich eventuell dann nicht mehr raus. Würde ich sagen, zurück nach Efeu. Genau. Wenn ich Pech habe, erwischen sie mich noch vorher. Und sie erwischen mich. Ja, das war's dann mit dieser Flotte. Ja, eigentlich war klar, dass die kommen. So, kann ich mich zurückziehen? Wieso kann ich da... Ja, das ist ein bisschen doof immer. Manchmal kann ich die Flotte anwählen und dann irgendwie wieder nicht. Dass ich mich zurückziehen kann. Jetzt. Und zwar in 23 Tagen. Ja, das wird wohl nichts. Die werden mich zerfetzen. Ah, was ist da? Ah, Friedensangebot mit Starhunters da oben. Die haben es im Status Quo. Frieden, den wir wahrscheinlich nicht bekommen, weil diese Schlacht werde ich verlieren. 7 Tage, 6 Tage, 4, 2, ja. Zurückgezogen. Ja, so viele Schiffe haben wir gar nicht verloren, aber es tut trotzdem weh. Und wir sind jetzt bei 100% Kriegsmüdigkeit. Ah, da ist noch eine Flotte von denen, okay. Wie sieht es bei Smaggler aus momentan? Ja, jetzt hätten wir angreifen sollen. Jetzt hätten wir die wahrscheinlich auch gekriegt.
Ja. Status quo verhandeln. So, Kriegsziele werden ignoriert und beide Seiten übernehmen besetzte Ansprüche. Einfach mal probieren. Haben die das angenommen? Nee, ich dachte schon. Hahaha, ich lach mir die Askus kaputt, Bies. Jetzt mal ehrlich, ich verliere diesen Krieg doch. Ja, das stimmt. Wir verlieren den Krieg, aber was soll ich machen? Es war jetzt ein Versuch. Ja klar, gut. Ich würde an dem seiner Stelle wahrscheinlich auch lachen, wenn ich so ein Angebot machen würde, wenn ich weiß, ich gewinne den Krieg und bekomme... So, starten wir mit einem Forschungsabkommen. Ja, diesmal machen wir das. Das nächste Gebiet weggebombt. Ja, also gut, war natürlich klar, dass die sagen, nee, nee, Leute, wir gewinnen den Krieg, wir wollen unsere ganzen Gebiete haben. Noch passiert nichts bei 100% Kriegsmüdigkeit, aber das wird irgendwann kommen. Das Schlimme ist, ich habe halt auch überhaupt keine Chance, jetzt hier irgendwie noch zu agieren, ne? Weil meine zweite Eingreiftruppe musste flüchten, die sind ja auseinandergenommen worden, haben es auch nur geschafft, eine gegnerische Korvette aus dem Spiel zu nehmen. Und die Eingreiftruppe 1, ja, die bombardiert immer noch Smegle. Aber bei den ganzen Systemen, die gerade die hier oben haben, wird es nicht ganz so viel Auswirkungen haben. Ich hätte einfach noch warten sollen mit dem Bodenangriff, weil wenn ich jetzt, wenn ich den jetzt gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen gehabt. So, die einzige Chance, die ich noch habe, wenn ich schaffe, die letzten hier wegzubomben. Aber da passiert ja gerade auch nicht mehr so viel. Dass wenn die halt völlig unverteidigt sind, dass ich dann angreife. Die haben jeweils Armeestärke von 31, nochmal 31, also 62. Ich müsste die Garnisonsstärke also unter 62 kriegen, dann würde ich den Planeten doch noch einnehmen. Ich vermute aber mal, es kommt nicht dazu. Und wie gesagt, ist Auto, halt kapitulieren. Das heißt, irgendwann wird das automatisch der Fall sein. Und ich werde 14 Systeme verlieren. Die einzige Chance, die ich dann eventuell noch hätte, ist schnell der Föderation beizutreten und dann nach und nach mir die Gebiete zurückzuholen. Aber 14 Systeme ist ein Haufen Zeug. Also ich meine, ich habe zwar noch was in der Hinterhand, also ich bin noch nicht besiegt, das auf gar keinen Fall, aber es ist, tut natürlich richtig weh. Und das ist die einzige taktische Entscheidung, wo ich jetzt auch ein bisschen froh drüber bin, dass ich diese getroffen habe, mich mit denen zu verbünden. Halt leider Gottes habe ich die, ja, zu spät. Soll ich es nochmal riskieren? Nochmal Angriffsarmeen bauen ein paar. Komm, mache ich es jetzt einfach mal. Vielleicht reicht es ja noch. Weil, wie gesagt, was ich schon mal erwähnt habe, interessant wäre zu wissen, hätten die mich denn dann noch, oder hätten die mich überhaupt angegriffen, wenn ich in dieser Föderation schon gewesen wäre? So, Schlacht aus Metal, Niederlage, ja. Weil die sind auch schon bei 70. Vielleicht kriege ich sie ja dazu auch bei 100 und dass sie auch den Status Quo machen. Aber das wird nicht reichen, glaube ich. Relative Flottenstärke sorgt schon allein dafür, dass die nicht so schnell aufgeben. Und die hohe Kriegsmüdigkeit, ja, die würde dafür sorgen, dass ich in der Akzeptanz im grünen Bereich kommen würde. Ne? Also bei 100 würde dann da plus 100 stehen statt plus 70. Dann wären es aber immer noch minus 6 wahrscheinlich dann. Incoming Transmission. Ich muss sehen, dass ich diesen Planeten einnehme. So, Forschungsabkommen. Die geben das, wir bekommen das. Ja, machen wir auch. Ich meine, wir können danach wahrscheinlich mit dem Planeten nicht mehr viel anfangen. Aber das wäre zumindest ein Teilerfolg.
Wobei die sich, finde ich, dafür, dass die mir den Krieg erklärt haben, finde ich, sehr defensiv verhalten. Muss ich sagen. Also wenn ich allein schon mal denke, wie lange ich dieses System hier bombardiere. Also wir brauchen jetzt so ewig lange, bis sie von da unten nach da oben wiederkommen. So, Eingreiftruppe 2. Die sollen auf jeden Fall wieder ein bisschen aufgefüllt werden. Naja, die kriegen ordentlich Schäden da. Ja gut, wenn die jetzt seit fast, glaube ich, 2-3 Jahren dauerbombardiert werden. Theoretisch hätte ich ja auch jetzt parallel Armeeeinheiten bauen können. Fällt mir gerade ein. Egal. So, wie viel noch? Noch einiges. Ja, das lohnt es noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen warten. Ja. Wobei, wenn das schon 3 sind, dann füge ich die beiden auch schon mal zusammen. Da kommt zumindest das eine Transportschiff jetzt schon mal hin, weil wir die verlieren jetzt ja wieder einen der Verteidiger. So, da ist wieder der nächste. Der kann sich gleich auf den Weg machen. Dann haben wir 4. Und dann sollte das eigentlich... Vielleicht habe ich echt noch die Chance, das dann aufzunehmen. Die Station kann ich sogar direkt Verteidigungsplattform bauen. Wie geil ist das denn? Our ships have been made superior. Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Dass ich die sogar direkt dann tatsächlich übernehme. Könnte da sogar welche bauen. Und dann nochmal, falls sie jetzt zu mir kommen, dann habe ich ja trotzdem noch ein bisschen Verteidigungsmöglichkeit. Construction complete. Ja, ich glaube, also wenn jetzt die anderen 2 Schiffe jetzt dann eingetroffen sind, glaube ich, kann ich dann den Angriff nochmal wagen. Aber es ist komisch gerade, dass da jetzt nichts weiter passiert irgendwie. Wir haben 100 Kriegsmüdigkeit. Die greifen uns irgendwie nicht so richtig an. Ja, also dafür, dass die uns angegriffen haben, sind die noch nicht einmal bei uns auf dem Gebiet gewesen, sondern wir sind bei denen. Das ist schon merkwürdig, muss ich sagen. Also das... So, wo sind denn die anderen beiden Transportschiffe? Da ist 1. Da ist das andere. Ja gut, die brauchen jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Ach, ich sehe auch schon wieder, steht auf normal. Da wird gleich die nächste gegnerische Armee weg sein. Also wenigstens einen Planeten einnehmen will ich, um da nochmal Punkte irgendwie herauszukitzeln. So, ne? Status quo wäre mir eigentlich am liebsten. Und wenn das dann so stimmt, wie das steht, dass die besetzten Gebiete dann in meinem Fall verbleiben, da ist wieder eine Armee von denen, dann würden die Gebiete ja an mich fallen hier. Incoming Transmission. Und das wäre ja schon mal nicht verkehrt. Forschungsabkommen, Status der Menschen, was kriegen wir denn? Das geben wir... Und das bekommen wir. Nein. Müssten die sich nur mal mit den... Ach, die kommen hier rüber. Auch gut. Noch sind keine größeren Flotten in der Nähe, außer die eine. So,
Theoretisch könnte ich die jetzt auch schon angreifen. Ich mache es jetzt aber noch nicht. So, wie sieht es hier mittlerweile aus? Hier sind also, glaube ich, so ziemlich fast alle Gebäude zerstört. Geheiligter Nexus, Spiritualismus, Gesinnungsattraktivität, okay. Ich meine, ich könnte es jetzt schon wieder wagen, aber... Naja, die zwei einzelnen anderen Schiffe sind ja auch gleich da. Da kommt eins. Und da warte ich aber trotzdem auch das andere ab, dass wir mit dem Vierer angreifen. Sicher ist sicher. Huch, habe ich den falschen erwischt? Ja, habe ich. Gut, ich überziehe jetzt auch mal wieder ein bisschen, weil das will ich auf jeden Fall noch durchziehen in dieser Folge. Und auch wenn meine eigene Maßgabe immer eine halbe Stunde ungefähr ist, wenn es jetzt mal 40, 45 oder 50 Minuten dauert, dann ist das halt so. Okay. Da sind jetzt die vier da. Da warte ich jetzt, obwohl, nee, scheiß drauf. Runter da jetzt. Die schaffen sie wahrscheinlich auch vorher noch wegzubomben. Und glaube, die hören nämlich jetzt auf, sobald unsere Truppen gelandet sind, damit man die halt nicht selber wegbombt. Ja, also wenn das jetzt nicht hinhaut, dann weiß ich es auch nicht. So, mal gucken, 81 haben die jetzt. So, der Planet gehört jetzt uns. Hat jetzt aber keine negative gebracht irgendwie. Aber der Planet ist jetzt besetzt. Von uns. Und wir bombardieren jetzt mal gleich den nächsten hier, wenn wir schon mal hier im System sind. Natürlich massive Unruhe, ist klar. Der Planet bringt uns jetzt auch erstmal nichts. Okay. Ja gut, haben wir zumindest schon mal einen Planeten eingenommen. Wird uns auch als Sieg und Niederlage. Warum das? Achso, das eine war ja wahrscheinlich die eine Niederlage, wo wir vorzeitig abgehauen sind. Naja, okay, gut, das wird wahrscheinlich so sein. Und das ist jetzt die, die wir jetzt eben hatten. Hat denen aber keine Kriegsmöglichkeit gebracht. Na gut. Nehmen wir das erstmal so hin. So, die Eingreiftruppe werden wir jetzt hier auch nochmal verstärken, die erste. Da fliegen die Schiffe von Dinep gleich dann hier in das Gebiet und verstärken dann die Flotte, das ist gut. So, was haben wir hier? Plorpa, ja, das ist nicht ganz so riesig, das Ding. Hier haben wir jetzt nochmal 5 Einheiten, dann können wir auch nochmal 2 dazu bauen. Und vielleicht schaffen wir es ja, diesen Planeten auch nochmal einzunehmen. Aber das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Wir haben ja das Ziel, den einen Planeten einzunehmen, haben wir ja geschafft. Der Krieg ist überraschenderweise noch nicht zu Ende. Ich befürchte langsam, dass es hier sich um einen Bug handelt. Dass das nicht so vernünftig läuft. Weil es wird zu dieser Zeit, wo ich jetzt gerade spiele, gibt es einen Beta-Patch zu dem Patch 2.0.2. Momentan ist ja die Version 2.0.1. Und da reden die von ganz vielen Bugfixes und so weiter. Vielleicht ist das ja einer davon. Schauen wir mal. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Und vergesst nicht zu abonnieren.